Schulferienzeit heißt Basketballzeit und gerade in der Bocholter Fildeken-Halle trifft der Vergleich in diesen Tagen mehr als zu. Fleißig werden Pässe gespielt, Bälle gefangen und Körbe geworfen. Also wir sind hier bei der zweiten Auflage unseres Basketballcamps, das vom TSV Borgers Baskets gesponsert wird. Die Kids lernen hier quasi die Grundlagen des Basketballs. Wir haben im letzten Jahr schon unser Camp gehabt, da haben wir auch die Grundlagen behandelt. Heute haben wir die Gruppen nochmal so ein bisschen aufgeteilt und das heißt, dass die Spieler dann auch individuell in ihren Leistungsgruppen dann auch an ihren Fähigkeiten arbeiten können. Seit vergangenem Mittwoch ist das zweite Basketball-Sommercamp im vollen Gange. 40 Kinder im Alter zwischen 8 und 17 Jahren haben sich angemeldet, um in die Welt von Dirk Nowitzki und Co. zu schnuppern oder schon vorhandene Fähigkeiten zu verbessern. Das Camp ist so ausgerichtet, dass wir auf der einen Seite natürlich das Camp geöffnet haben für unsere Teilnehmer aus unseren Jugendmannschaften. Es sind dann aber auch einige Kinder, vor allen Dingen von Borgers-Mitarbeitern, die das Camp gerne wahrnehmen, auch schon im letzten Jahr. Und ist natürlich auch offen für alle Altersklassen. Also zum einen haben wir sehr viele Dribbelübungen gemacht. Wir haben die Kids vor allen Dingen da abgeholt, wo sie standen, haben mit denen Übungen zu verschiedenen Wendemanövern beim Dribbling, Crossover, dann verschiedene Handwechsel mit denen gemacht, haben denen vor allen Dingen verschiedene Passarten auch gezeigt und die Einführung in den Korbleger, der halt so die Grundlage vom Basketball ist. Egal ob gerade erst angefangen, aus Liebe zum Streetball oder ganz normal im Verein, jedes basketballbegeisterte Kind konnte teilnehmen. Für einen Unkostenbeitrag von 40 Euro gab es ein unter fachlicher Aufsicht geleitetes Training, tägliches Mittagessen, Getränke und ein T-Shirt. Und siehe da, auch der Basketballsport zieht immer mehr beide Geschlechter. Also ich finde eigentlich, Basketball macht Spaß. Was gefällt dir da so am meisten? Ja, dass man im Team arbeitet. Meine Freundin, die war letztes Jahr schon mal hier und dann hat die mir davon erzählt und ich wollte auch mal mitmachen. Ich spiele jetzt nicht in einem Verein, aber ich spiele so zu Hause. Das Basketballcamp trägt seinen Teil dazu bei, eine breitere Basis an die Sportart heranzuführen. Mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele in London und der Abwesenheit des deutschen Frauen- und Herren-Nationalteams ist eine gute und strukturierte Jugendarbeit im Basketball unumgänglich. Und Stefan Mielis weiß, dass gerade das Sommercamp eine enorm wichtige Arbeit leistet. Ja, wir haben jetzt eigentlich so mit dem letztjährigen Camp eigentlich so einen Startschuss gelegt für die Jugendarbeit. Weil jetzt auch der TuB Bocholt und der TSV Bocholt im letzten Jahr zusammengegangen sind und jetzt in der Basketballabteilung des TSV Bocholt aufgegangen sind mit dem großen Sponsor Borgers Baskets dahinter. Dadurch konnten wir die Jugendarbeit noch mal so ein bisschen ankurbeln, sind jetzt mit mehreren AGs auch beschäftigt in den Schulen und da kommt es jetzt langsam wieder in Gang.